der demokratischen Fraktion. Die Europäische Union sichert unseren Frieden, unsere Freiheit und unseren Wohlstand. Schicksalswahl. Ja, das ist zwar ein großes Wort, aber es steht in der Tat einiges auf dem Spiel. Die Gefahren für unser Europa und alles, wofür es steht, sind real. Putin führt an der Außengrenze der EU einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Die baltischen Staaten und Polen sind zu Recht alarmiert. Gezielt versuchen Akteure über Desinformationskampagnen in Europa Einfluss zu nehmen bzw. Europa zu destabilisieren. Die Feinde der Demokratie lauern aber nicht nur außerhalb der EU. Die AfD und andere rechtspopulistische und rechtsextremistische Kräfte sägen allerorts am Fundament der Demokratie. Sie sind längst in die Herzenskammern unserer Demokratie eingedrungen, in die Parlamente und organisieren auch von dort ihre Angriffe auf unsere freiheitlichen Werte. Sie schüren Ängste und Hass, sie spalten, sie grenzen aus und sie suchen immer wieder nach Sündenböcken. Sie werben mit dem Versprechen, die Sorgen der einfachen Leute zu vertreten und gegenüber der abgehobenen politischen Elite zu vertreten. Und sie ködern mit angeblichen einfachen Lösungen für ganz komplexe Herausforderungen. Und der Klassiker, meine Damen und Herren, hierbei ist immer wieder: Die EU ist Wurzel allen Übels. Und so wollen Sie den Austritt aus der Europäischen Union als vermeintliches Allheilmittel. Das, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist purer Rechtspopulismus. Das ist purer Nationalismus. Und das, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist die Gefahr für unser Europa und unsere europäischen Errungenschaften. Und das ist auch ganz klar gegen die Interessen der Menschen in NRW. Und unabhängig davon, ob man einzelne Entscheidungen oder Verfahren innerhalb der EU kritisch betrachtet, ist es doch ohne Zweifel, dass wir das Friedensprojekt Europäische Union mehr denn je brauchen. Und ich finde, auch diese Tage lohnt sich auch mal ein Blick über die europäischen Grenzen hinweg. Und schauen wir mal nach Georgien, auf die mutigen Menschen, die seit Wochen mit der europäischen Fahne in Begleitung der europäischen Hymne für Rechtsstaatlichkeit und Freiheit auf die Straße gehen. Das zeigt doch, wie groß die Strahlkraft des europäischen Versprechens ist. Frieden und Freiheit, Menschenrechte, wie sie die Europäische Menschenrechtskonvention garantiert, Demokratie, die es allen Bürgerinnen und Bürgern ermöglicht, mitzuentscheiden, sind Errungenschaften, für die es sich lohnt, zu kämpfen. Und ich bin froh, dass immer mehr Akteure aus der Zivilgesellschaft, Wissenschaft, aber auch der Wirtschaft, wie jüngst zum Beispiel die Vorstände von Deutscher Bank, der Deutschen Bahn und von Siemens, gegen den Rechtspopulismus und für Europa werben. Gerade für unser Bundesland Nordrhein-Westfalen mit engen wirtschaftlichen Verflechtungen hat die EU eine ganz, ganz zentrale Bedeutung. Das legt auch die aktuelle Studie NRW stark durch die EU erneut deutlich dar. Die Europäische Union sichert durch das Binnenmarkt fast eine 500.000 Arbeitsplätze in Nordrhein-Westfalen. Die EU generiert Wohlstand in unserem Bundesland und auch den Klimawandel stoppt übrigens kein Nationalstaat im Alleingang. Der Staatenverbund dagegen ermöglicht es uns, Europa bis 2050 mit dem Green Deal zum ersten klimaneutralen Kontinent zu machen. Und auch vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine ist die Stärke der Gemeinschaft nicht nur besonders wichtig, liebe Kolleginnen und Kollegen. Hier geht es um Krieg und Frieden. Das heißt, es ist existenziell. Die EU prägt längst unseren Alltag und bietet uns viele Chancen und Möglichkeiten, die wir als selbstverständlich wahrnehmen. Gerade auch für die jüngere Generation ist es ja überhaupt nicht mehr wegzudenken, dass man einfach so mal über nationale Grenzen hinweg reisen kann, dass man im EU-Ausland arbeiten und studieren kann.
Liebe Kolleginnen und Kollegen der demokratischen Fraktionen, ja, bei der Europawahl geht es um nichts weniger als die Verteidigung unserer Demokratie und Freiheiten in Europa, in Deutschland und in Nordrhein-Westfalen. Und jede Stimme zählt. Nutzen wir unsere Stimme für Europa, stärken wir das, was uns stark macht, und zwar die EU. Und erstmals können bei dieser Europawahl auch 16- und 17-Jährige mitwählen. Ich finde, das ist großartig, denn eins ist ja klar, ihre Zukunft liegt in einer demokratischen, freiheitlichen und solidarischen EU.